Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozzy hier. Und die neue Kampagne zu den Super Saiyan 3 Kriegern hat nun angefangen. Dementsprechend gibt es heute alle Informationen dazu und ich sage euch genau, was ihr achten müsst, was ihr auf jeden Fall machen solltet und könnt. Ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und legen direkt los mit der Kampagne selbst. Denn in dieser Kampagne erwarten uns bis zu 12 Events. Ich finde das Bild sehr, sehr cool mit dreifachen LR Goku, ja. Der ist ja dann Double Raid Banner, werden wir uns gleich betrachten. Und in Super Saiyan 3 Bardock wird ja auch noch kommen. Hier steht es auch dran mit Tarpion. Anyways, wie gesagt, die ganze Kampagne ist jetzt schon online, wenn ihr das Ganze anseht. Und geht bis zum 14. Juni, 2 Uhr nachts unserer Zeit, die Kampagne. Login-Boni schauen wir uns gleich detailliert an. Die Special Missions ebenso. Dragonstone Sale ist auch schon online. Könnt ihr euch gerne mal reinschauen und angucken, was da geht in Dragonstone Sale. By the way, falls ihr günstig Stones wollt, Global Dokkan ist immer noch offline, aber es bessert sich Tag um Tag. Also wir hoffen dann, dass es quasi dann spätestens nächste Woche oder in ein, zwei Wochen wieder losgeht. Die Links sind in der Beschreibung vom Gemshop von Uchiha Rajit. Wenn ihr euch informieren wollt, könnt ihr gerne in den Links reinschauen oder bei mir auf dem Discord-Server auf dem entsprechenden Kanal. Anyways, genau, dann haben wir das Dragon Carnival Banner. Das Banner ist online und das Banner ist quasi so, in JP war das ein Special Banner zu Weihnachten, deswegen gab es da Promutis am diese Muten Roshi Kai. Und ich habe dann eigentlich nicht gerechnet, dass es auch zu uns kommt, weil es ja da Weihnachten war, die Santa Claus Kai, kennt ihr bestimmt, Muten Roshis. Aber tatsächlich, Promutis haben bekommen wir dann hier zusätzlich noch zwei Elder Kai, also ein Double Raid Banner. Das ist auch ein Double Raid Banner. Rising Dragon Carnival sind Double Raid Banner an der Stelle. Wie gesagt, die Preview zu dem Banner haben wir uns angesehen. Ich denke, an dem Banner wird sich nicht viel ändern. Er ist ein Double Raid Banner quasi. Dann gibt es auch Promotion 2 Elder Kai. GSS, er sollte auf jeden Fall dabei sein. Warum sage ich sollte? Wenn ihr das anschaut, ist es schon online. Aber ich weiß, er ist jetzt noch nicht online. Deswegen weiß ich es nicht. Aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass GSS er ist. Deswegen wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück an der Stelle, wenn ihr das summonet. Und wie gesagt, alle Informationen zu dem Banner selbst detailliert habt ihr bekommen im Preview. Wenn nicht, schaut es euch auf jeden Fall an. Dann ist das Dokument von Hildegard bzw. Tarpion auch online. Das Dokument selbst habe ich schon gemacht in JP. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinschauen und gucken, was ihr darauf achten müsst. Weil ihr müsst da quasi eine Flöte sammeln aus dem Story-Event hier, was auch online ist. Und das, sowohl das Dokument-Story-Event geht bis zum 19. Juni. Das Banner selbst geht bis zum 5. Juni. Damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Genau, dann haben wir hier noch, da sind spezielle Dokument-Events online zwischen der Zeit, zwischen der Periode bis zum 14. Juni quasi. Und könnt ihr mir gerne anschauen, was für Dokument-Events das sind. Das sind hauptsächlich die dreifachen Dokument-Events. Und ein bisschen mehr, was hier halt alles drin steht. Genau. Und jetzt. Beziehungsweise die Dokken-Events sind quasi online umgeben. Die Super Saiyan 3 Dokken-Events sind das, um die Medaillen von den Charakteren zu sammeln, damit ihr euch vorbereiten könnt. Denn der Leader kommt erst am 4. Juni. Also Bardock sein Banner kommt erst am 4. Juni um 8.30 Uhr unserer Zeit. Heißt, wir haben da noch ein bisschen Zeit. Geht dann bis zum 27. Juni, 2 Uhr nachts, ne nicht 2 Uhr, das ist dann 8 Uhr morgens unserer Zeit, genau richtig. Beziehungsweise, 8 Uhr morgens ist das, 8 Uhr morgens geht das Ganze richtig. Genau, aber wir sehen schon an dem Bild hier ist ein bisschen was anders, da ist Omega Shenlong dabei. Und ja, es also war eigentlich vorhersehbar, dass sie quasi Int Angel Golden Freezer hier rausnehmen aus dem Super Saiyan 3 Bardock Banner. In JP war Angel Golden Freezer drin, aber Angel Golden Freezer selbst war ja schon oft online in Global, beziehungsweise ist momentan online in dem Ultra Instinct Goku Banner. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass Omega Shenlong reinkommt für Angel Golden Freezer. Könnte vielleicht am Banner selbst, könnte sich vielleicht noch ein bisschen was ändern, aber da haben wir noch Zeit, wenn das Ganze rauskommt, werden wir uns das detailliert anschauen. Und Bardock Token Event kommt logischerweise dann auch am 4. Juni um 8.30 Uhr unserer Zeit. Zudem am 4. Juni kommt dann quasi das Event zu Bardock und hier steht es, wir haben zwar noch kein Bild dazu, es lädt bei mir nicht, aber ich denke, da ist kein Bild dabei. Kommt ein Kategorie-Banner zum Super Saiyan 3, zu den Super Saiyan 3 Charakteren, das Ganze kommt am 6.6. 8.30 Uhr unserer Zeit. Und ja, Training-Items ist auch schon online, genau, ist auch schon online. Gut, dann schauen wir uns mal ganz kurz die Login-Boni an, ab heute bis zum, wie gesagt, wie lange geht das Ganze, was haben wir gesagt? 15. Juni geht das Ganze, unser Login-Bonus hier bekommen wir. Pro Tag ein Stone ist nicht viel, insgesamt sind das dann quasi, was steht da unten dran? 20 Stones kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das wird wahrscheinlich sehr viele freuen. Vegito-Medaillen, die Potara-Medaillen, ihr könnt bis zu 10 Stück, 10 Potara-Medaillen ab sofort aus dem Barbershop holen. Eine Medaille kostet dabei 10 Incredible Gems. Incredible Gems sind die Währung aus dem Story-Event. Könnt ihr euch da holen. Ich bevorzuge da die allerletzte Stage, aber ein paar Stages davor gibt es auch auf jeden Fall gute Stages.
Hab dazu auch ein Video gemacht, wo ihr am besten Incredible Gems farmt, wie gesagt. Aber aktuell nehme ich da am liebsten die allerletzte Stage, weil wir da auch am meisten Experience bekommen. Wichtig ist halt, dass ihr entweder gegen Launch kämpft oder gegen Pilaf, aber diese erscheinen nur zufällig. Deswegen ist das mit den Incredible Gems zu farmen, ja, ein bisschen so ein eigenes Thema. Aber ihr habt dann Informationen, ein Potara-Medaille kostet 70 Incredible Gems. Wenn ihr da 10 holt, braucht ihr 700, genau. Special Missions. Die Special Missions in dieser Kampagne schauen uns auf jeden Fall genauer an. Wir können da nämlich bis zu 46 Gemstones holen, Incredible Gems, Elder Kai, Incredible Hourglasses. Deswegen werde ich euch das Ganze jetzt sagen, was ihr da machen müsst. Also lauscht die Ohren, meine Freunde. Und zwar Daily Missions. Ab sofort, jeden Tag, solltet ihr auf jeden Fall machen. Wenn ihr irgendwelche Quest Stages cleart, dreimal, aber Quest Stages, drei Quest Stages, dann bekommt ihr ein Dragonstone. Wenn ihr zusätzlich irgendwelche Stages, ist egal welche Stages, unter speziellen Bedingungen cleart, die speziellen Bedingungen sind, ein Charakter muss mindestens von der Super Saiyan 3 Kategorie sein, bekommt ihr 10 Incredible Gems. Also würde ich auf jeden Fall mal euch hier erstmal täglich empfehlen, nehmt ein Team, tut da irgendeinen Super Saiyan 3 Charakter rein und macht erstmal, wenn ihr quasi aufsteht, Dokkan zum ersten Mal startet, drei Quest Stages. Ja, farmt Incredible Gems, tut da Experience Farm, was ihr immer ihr wollt. Aber macht auf jeden Fall jeden Tag drei Quest-Stages. Bekommt dann daily ein Jankson und 10. 10 Incredible Gems solltet ihr nicht unterschätzen. Heißt, in einer Woche habt ihr da quasi dann schon mal eine Potara-Medaille. Schon so. Aber aus den Stages selbst hoffe ich dann natürlich, dass da viele Incredible Gems droppen. Dann wöchentlich. Jeden Freitag tut sich das wöchentlich resetten. Könnt ihr bis zu 5... Nee, 6 Stones, 6 Stones, 10 muss man können bei Nacht, bis zu 6 Stones könnt ihr euch erfarmen, nämlich indem ihr einmal, wenn ihr 33 Stamina in der ganzen Woche verbraucht, bekommt ihr 1 Stone, 133 bekommt ihr 2 Stones, bei 333 bekommt ihr 3 Stones, also macht das wöchentlich, tut es dann jeden Freitag, resetten um 2 Uhr nachts und ohne Limit, also während der ganzen Periode, während der ganzen Celebration bis zum 14. Juni, könnt ihr Folgendes bekommen. Wenn ihr einen Charakter Sea Awake bekommt, ihr gewisse Medaillen. Wenn ihr drei Charaktere Sea Awake bekommt, ihr weitere Medaillen. Wenn ihr einen Charakter Dokkan erweckt, bekommt ihr einmal, bitte nicht einmal, zwei Sanduhr-Medaillen. Das ist zum Reversen der Charaktere. Wenn ihr drei Charaktere Dokkan erweckt, bekommt ihr Elder Kai und Shin-Medaillen. Wenn ihr gewisse Dokkanerns, ich werde gleich nennen, welche das sind. Das sind quasi die, die jetzt jeden Tag online sind, die Super Saiyan 3 Dokkanerns. Wenn ihr diese Dokkanerns dreimal macht, bekommt ihr Ghost Usher und hier Fruit of Might. Wenn ihr sie fünfmal macht, bekommt ihr ja Training Location, Training Items. Wenn ihr sie 10-mal cleart, bekommt ihr 3 Dragonstones. Wenn ihr 20-mal cleart, bekommt ihr 5 Dragonstones. Und bei 33-mal die Dokkanerns bekommt ihr einen Elder Kai. Und zwar sind das diese folgende Dokkanerns. Das sind wie gesagt 9 Dokkanerns, die jeden Tag online sind. Das sind überwiegend die Super Saiyan 3 Dokkanerns. Genau. Ja, und das wäre es eigentlich schon zu der ganzen Celebration, zu den ganzen News. Wie gesagt, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr immer die Daily Missions macht. Banner ist online, wie gesagt, wenn ihr das Ganze anschaut. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Spaß. Zu Super Saiyan 3 Bardock müsst ihr noch ein bisschen warten, bis das Ganze online kommt. Wenn ihr euch zu dem Dokument informieren wollt, ich setze einen Link in die Beschreibung. Und dann würde ich sagen, seid ihr auf jeden Fall da gut gedeckt. Wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg beim Summon. Wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.